Howdy and welcome to Barbecue Leaks. What did you? No, nichts bekannt ja. Schweinebauch. Und ob in dem Kopf Pimento de Patron oder wie die Hase, also die kleine Peperoni, die Bratpeperoni. Ja, gucken wir mal, wenn es wieder hält, hier drauf, da brauche ich schon eine Bücke. Ansonsten Plan B, ab in die Hütte, weil es sieht jo, nicht so aus, dass ich das auch Stunde halte. Gut. Machen wir weiter. Plan B. Jo, wie natürlich nicht alles zu erwarten. Kaum die Kohle drin, die Tasche geglüht. Und ja, da hat es angefangen zu stürmen. Ich habe Angst gehabt, mir haut die Hütte davor, also fackelt ab. Ja, also Plan B. Was haben wir denn hier Schönes? Ein US-Nacken. Ja, als Steak zu grillen, habe ich mir sauer lassen, habe ich noch nie gemacht. War alle Pennies, klar. Jo, der Nacke. Ich weiß nicht, ob er mit dem deutschen Nacke Zungenstück, was man für Pulled Beef nimmt, identisch ist vom Schnitt her. Muss man eruieren. Also drunter mit. Ohne ein Biber. Plan B, wie gesagt. Doof, dass man so, wenn man Hunger hat, lässt man sich das Ei fallen. So, drunter geschoben. Auf die Zeit aufpassen. Eine halbe Minute. Ja, das ist mal eine Minute drin. Und dann schauen wir weiter. Schönes Flammenspiegel. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Das ist auch ein bisschen mit Fettdurch so, wie es da ist, und machen wir jetzt. Geht noch. Dann noch eine halbe Minute rein. Kann man die Biber auch schon ausmachen. Aus ist es. Für ein paar Minuten nochmal unten rein. Ist ein bisschen dunkel. Ja. Wolke, Gewitter. Ist halt nicht so mit dem Licht. Ja, das wird jetzt aber 2 Minuten ruhen lassen. 3 Minuten. Ja, Teile ruhen, also schon noch unter Resthitze vom Biefel. 5 Minuten sind rum. Mit ausgeschaltetem Brenner vom Biefel. Jo. Passt. Ja, Hälfte essen. Die dickere kommt nochmal neu. Das macht noch. Macht noch. Ausschnitt. Passt. Essen, zweites Stück, Fazit. Neuer Tag, neues Glück. Mal ein paar von den Coco Cabanas da. Das glüht also. Gleich verteilen. Ja, nachdem das ja gestern nicht so funktioniert hat durchs Wetter und ich ja Ersatzgrille machen musste bzw. Biefe, also heute weiter mit dem Schweinebauch. Gut Hitz, hat Stecker nennen. Der dreht gerade mit der Bratpeperoni. Hängen wir mal hier oben ein. Ja, das ist ein Eigenöl, das qualmt am Anfang ein bisschen. Da ist von dem Habanero Chili Salz drauf und Chili Öl. Und die sind nur mit FBGO. Mal seitliche Aufnahme, mal Schwenk auf die Echtmaschine Trommel, Quatsch, auf den Drehkopf. Sieht man schön wie in so einer Lostrommel bei der Lottozahl früher. Mal die nachher. Ja, ich hole euch wieder, wenn das Fleisch soweit ist. Genau eine Viertelstunde ist rum. Man sieht, ohne das Fleisch nimmt Papo
Und ob er die Pepperoni mal drauf zoomen, sind natürlich um einiges zusammengegangen. Die nehme ich jetzt mal runter. Probiere sie mal. Ansonsten hänge ich es halt wieder drauf. Aber da der Bauch noch eine Weile brauchen wird, denke ich mir, das ist zu lang für die Pepperoni. Jetzt weiß ich mal, das auch mit ein bisschen Barbecue-Soße. Da habe ich vom Hauptstadtgrill die Honig Habanero drauf machen. Alles braucht wahrscheinlich noch ein bisschen das Fleisch. Fleisch, ja, ich weiß, ich soll deutlicher reden für meine ausländischen Mitbürger, also die aus, nicht aus Bayern kommen. So. Der gleiche Test machen wir natürlich auch bei den anderen Spieß, aber da am hintersten, wo es am längsten Zeit hat. Jo, die Schwarte knuspert schon schön auf. Geben wir noch ein paar Minuten und dann tun wir die ersten zwei Runden kurzfristig umentschieden. Die Peperoni, die können noch ein bisschen. Deswegen der mittlere, der Spieß, der ist noch nicht ganz so weit. Ich mache jetzt gerne ein bisschen Dasch und ein bisschen dunkler. Und die Peperoni, die sind noch nicht richtig gewürzt, habe ich mir gedacht. Tun wir also die Trommel hier unten drunter. Dann kann oben das Fett noch ein bisschen runter droppen. Und die, oh ja, die droppt. Die Geschichte. Probieren wir mal das erste Habanero. Spieße. Tellerbild von den ersten zwei. Die Schwarte, die klar. Schön aufgeknuspert. Da wäre nicht so. Probieren wir. Lecker. Schön knusprig wie Schwarte. Das Habanero-Salz. Es hat ein bisschen Bums. Also ist schon ein wenig scharf, aber jetzt nicht übertrieben. Gut, ich esse mal die zwei Dinge und dann sehen wir uns bei den nächsten. Jetzt kommt der Rest runter. Das erste war, jo, schön spicy. Jetzt kommen die anderen Spieße runter. Erst probiere ich jetzt mal das SBGO mit der Glaze, also mit der Barbecue-Sauce. Dazu ein paar von den Peperoni, die scheinen auch so weit zu sein. Man sieht die Pimentos, die sind richtig zusammengegangen. Nichtsdestotrotz. Genial. So, und das mit SBGO. Hört man es? Super knusprig. Jo, das war's. Kleines Essensvideo. So long. Markus.